What's up everybody, das ist Emre Sinio. Und heutiges Thema ist ein Tipp, den ich euch geben kann, damit ihr so stark wie möglich werdet im Powerlifting und so erfolgreich wie möglich. Bleibt dran, zuerst kommt aber das Intro wie immer. Boo! Also wir sind hier im Gym, mit der Maske an. Ja, im letzten Video haben wir vielleicht mal gesehen, wir haben die Maske nicht jedes Mal angehabt, aber eigentlich schauen wir, dass wir wirklich die Maske immer anhaben. Nicht, dass da unsere geliebten Kollegen vom Club der Sportfreunde, vom schönsten Gym von Zürich, Beef bekommen. Darum legen wir die Maske immer an. Ich tue sie manchmal beim Video aufnehmen, abziehen, einfach damit ihr mich ein bisschen besser hört. Aber sonst, abgesehen von den harten, heavy Sets, und die Maske eigentlich immer an. Aber ja, also zum Thema. Ich bin im Gym und diese Woche ist mir etwas durch den Kopf gegangen. Und zwar hat mir eigentlich diese Woche alles wehgetan. Also vorgestern habe ich pausierte Kniebeugen gehabt. Und ab dem Satz 2 hat mir auf einmal der Bizeps angefangen wehtun, weil ich wahrscheinlich zu viel Druck auf den Bizeps gehabt, wegen dem Squat, wo ich mich einfach so festheben musste. Und dann ist mir etwas in den Sinn gekommen, wie man wirklich, was sich langfristig zum Erfolg bringt, was man eigentlich immer wieder im Kopf muss behalten. Und manchmal vergisst man das. Und das ist das Thema heute. Es geht darum, wie wird man stärker im Powerlifting. Aber jetzt mache ich zuerst mal da ein bisschen Kreuzheben. Auf dem Plan steht ein Satz mit 5 Wiederholungen. 170 Kilo ist der Top-Satz und dann gibt es 2 Sätze Back-Off. Ich tue mich jetzt mal ein bisschen aufwärmen und nach dem Top-Set gebe ich euch nachher den Tipp. Liebe dran. I should have known when I met her back at Midtown at Dogwood when I was going through a rough patch, but it's all good. I even told about the dark times I had in childhood when we was driving off of I-10 in Kirkwood. Now, die 20er fühlt sich immer so einfach an. Also 60 Kilo, der erste Satz, ist nicht so schwer. Jetzt tun wir nochmal so ein Pärchen drauf, nochmal 20 Kilo. Dann sind wir bei 100 Kilo. Dann mache ich wahrscheinlich mit 140 noch einen Satz. Dann wahrscheinlich mit 155 einfach nur ein Single und dann 170 für 5. Und das Ziel heute ist wirklich explosiv zu ziehen. Ihr wisst, ich bin in der Comeback Stronger Reihe. Die ganze Playlist verlinke ich unten. Es geht darum, wenn ich aus der Verletzung wieder zurückkomme und das Jahr 2020 gut abschliesse. Also, machen wir doch das. Und wenn ihr gesehen habt, die Maske ist auch. Oh, you a front, you won't say anything as long as you get what you want. When ain't got yourself a new man, it ain't even been a month. I feel sorry for your boo, cause he don't know what he signed up for. Louis, ooh, yeah, I heard you like him at the bar, Louis. Okay, don't try to do him like you tried to do me, baby. You a cold blooded killer like Stu, cause I'm close. Baby, you a ghost, you a demon, and you should float. Get out the way and just go. Alright, so nicht wirklich spannend bis jetzt oder überraschend. 100 Kilo sind auch easy gegangen. Jetzt tue ich mal 140 drauf. Ihr wisst ja vielleicht, ich mache Ende Jahr einen Mock-Meet, also einen Fake-Wettkampf, einen gestellten Wettkampf. Ich glaube, Mock heisst genau das. Und ja, mein Ziel ist 600 Kilo total, also Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Alles zusammen 600 Kilo. Und ihr wisst vielleicht, meine Bank leidet ein bisschen darunter, weil ich Schulterschmerzen hatte. Ich habe mich anfangs Jahr, wo der Lockdown war, habe ich mich verletzt. Leider. Und das hat mich recht weit zurückgerührt. Und darum muss ich schauen, dass ich in der Bank einfach irgendetwas machen kann. Ich habe diese Woche 105 Kilo für 5 bewegt. Aber ja, ich konnte mich nicht wirklich darauf konzentrieren, weil eigentlich hat man mit Bizeps die ganze Beta vom Squatten. Und im Deadlift habe ich vor langer Zeit mal einen M-Rap gemacht. So viele Wiederholungen wie möglich mit einem gewissen Gewicht. Wirklich alles rausholen. Und ich habe dort, wenn ich mich nicht irre, 180 Kilo mal 11 gemacht.
mal 11, ja, sollte das sein. Und das, wenn man das aufrechnet, gibt das 240 Kilo etwa. Ich nehme das jetzt nicht so genau, aber das Ziel wäre natürlich schon etwas um die 230, 240 rum zu haben, weil ja, wenn ich einen Kniebeugenrekord, also einen persönlichen Rekord von 225 würde schaffen und nachher noch die 240 im Kreuzheben würde haben, dann würde mir nicht mehr so viel fehlen für die 600 Kilo im Total. Ja, genau. Darum machen wir jetzt heute mal schauen, wie die 170 sich bewegen. Und ich tue das immer mit RPEs dann berechnen, einschätzen. Also wie viele Wiederholungen habe ich noch im Tank gehabt. Und daraus ergibt sich dann immer ein rechnerischer Wert. Den hat man Estimated One Rep Max. Und ja, dann sehen wir auch über die Woche hinweg, wo wir jetzt hier ja in der Wettkampfvorbereitung sind, in welche Richtung sich das bewegt, damit ich nachher auch meine 3 Wiederholungen kann auswählen für den Wettkampf. Recht viel geredet. Ich glaube, das war genug lang Satzpause gewesen. Wir machen jetzt weiter mit 140 Kilo, 3 Wiederholungen zum Aufwärmen und dann... Yeah. Heute ist ein geiler Tag. Ich merke, der Kaffee kickt langsam rein. Dann haben wir die Maske wieder an. Und viel Spaß beim Weiterschauen. Ja, für all die, die neu auf dem Kanal sind. Ich bin Emre Sinio und ich mache wöchentlich Videos im Powerlifting-Bereich oder einfach generell, was cool ist. Ich trainiere hier im Club der Sportfreunde und ich warte immer noch, dass ich ein gesponserter Athlet werde. Also Ilir, Adi, ihr hört mich, macht da mal das Sponsoring. Ja. Wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich zu meinen Subscribers würdest zählen. Also abonniere am Kanal, das würde mir recht helfen. Ich probiere jetzt Ende Jahr wieder recht viel Gas zu geben. Ich kann eigentlich Ende Jahr 200 Subscribers haben. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Aber je näher wir an diesem Ziel sind, desto besser. Also liket und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach teilen. Teilen an Kollegen, die auch Powerlifting machen, Kraft-3-Kampf oder einfach Vlogs gerne schauen. Ja, das ist es eigentlich. Jetzt machen wir den letzten Aufwärmsatz und dann Topsatz. Oh yes, ich bin sehr heiß heute. Wuhui! Yo! Oh, ist meine Maske? Einen Moment. Yo, da bin ich wieder. So, das war jetzt der Topset, Topsatz. Ich denke, da werden noch locker 3 gegangen. Vielleicht sogar 3,5, also 4. Ja. Also, jetzt, wo ihr ja das geschaut habt, kann ich zum Thema kommen. Und zwar der eine Trick oder Tipp, den ich euch geben kann, wo ich längerfristig zu der stärksten Version von euch selber macht. Und das ist, braucht euren Kopf, braucht euren Verstand. Ich mache es jetzt gerade durch das Jahr.
Das, was euch am meisten weiterbringt im Powerlifting, ist jede Trainingseinheit, die ihr machen könnt. Das heisst, nicht verletzt sein. Ich bin jetzt ein paar Mal verletzt gewesen. Recht viel war es einfach gewesen. Nichts Grosses. Aber das mit den Schultern, das ziehe ich jetzt recht lang mit. Und am Montag hatte ich das mit dem Bizeps. Und nachher hatte ich einfach wirklich so einen demotivierenden Moment. Und mich gefragt, warum ich eigentlich das Ganze mache. Aber wir machen es, weil wir es gerne machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, euch überlegen, bevor ihr etwas macht. Wenn ihr die Stangen berührt, überlegt euch noch einmal, wie geht die Bewegung. Und konzentriert euch jedes Mal. Und wenn ihr das Gefühl habt, jetzt zwickt langsam oder irgendetwas, dann unternehmt etwas dagegen. Weil wenn ihr verletzt seid, dann trainiert ihr gar nicht. Also vielleicht mal auch einfach einen Satz weniger trainieren oder ein bisschen weniger intensiv trainieren, mal vielleicht einfach eine Trainingssession auslassen, wenn es auf einem langen Weg euch weiterbringt, dass ihr weiterhin könnt Bank drücken könnt, in meinem Fall zum Beispiel. Ich konnte 3-4 Monate nicht Bank drücken und musste mal wieder alles neu lernen. Und das bringt euch einfach nichts. Darum, das ist euer Tipp. Bleibt gesund, bleibt verletzungsfrei. Jedes Training, das ihr machen könnt, ist besser als jedes Training, das ihr einen Satz oder zwei Sätze mal auslöhnt. Mit dem wollte ich eigentlich das Video heute abschliessen. Danke fürs Einschalten. Vergesst nicht, liken, kommentiert, was ihr denkt über den Tipp. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. I met her back at Midtown, at Dogwood, when I was going through a rough patch, but it's all good, I even...